Die stehen blöd. Vom Streit mit Autofahrern. Die stehen auf dem Radfahrschutzstreifen. Ach, wissen Sie, wir machen das trotzdem? Bis zur Diskussion mit der Polizei. Die sind halt meistens dann zugeparkt, dank Untätigkeit von der Polizei. Genau. Andreas Schwede ist der Abschlepper. Parkt ein Auto falsch, zückt er das Telefon und wählt die 110 und sorgt so für freie Wege. Also den Unterschied habe ich hier gemacht. Also ich habe hier schon über ein halbes Jahr hinweg unzählige Autos abschleppen lassen. Und mittlerweile hat sich's rumgesprochen. Hier steht keiner mehr. Parksünder, wohin das Auge reicht. Wir begleiten Andreas Schwede bei der Suche nach Falschparkern durch Berlin. Ja, also hier haben wir erstmal, dass er natürlich quer den Gehweg blockiert. Also gerade mal, sagen wir mal, ältere Leute. Ne? Oder es gibt ja auch Leute, die haben eine Sehbehinderung, die laufen, also blinde Leute, die würden jetzt gegen das Auto gegenlaufen. Keine Chance. Also die würden jetzt das Auto gegenrennen. Selbst ein Rollstuhlfahrer hat jetzt da Probleme, da vorbeizukommen. So, und nicht nur das, also er blockiert ja nicht nur den Gehweg. Da steht ja auch noch zu allem Überfluss in der Feuerwehrzufahrt. Hier, wenn man jetzt die Straße hier weiter guckt, also hier und weiter runter, sind sämtlich die Feuerwehrzufahrten zugeparkt. Das heißt, wenn es hier mal brennen würde, hätten die Leute hier wirklich Pech. Ein paar Straßen weiter blockieren parkende Autos die Busspur, obwohl direkt nebenan ein Parkhaus mit freien Plätzen wäre. Wie gut, dass die Polizei zufällig vorbeikommt. Ich habe mal eine Frage, haben Sie einen Einsatz gerade? Nee. Können Sie sich mal um die Busspur kümmern, die ist zugeparkt? Ja, da muss ich auch super gut. Also wir sind jetzt gerade hier auf dem Weg, was einkaufen. Aber Sie sind ja auf dem Weg, was einkaufen. Ja, ja. Die Polizisten sind in der Nähe im Einsatz und wollen sich in der Pause was zu essen holen. Doch Andreas Schwede bleibt hartnäckig. Er will, dass die Beamten die Kollegen anrufen, die die Autos dann abschleppen lassen. Aber es ist interessant, warum sich die Polizei nicht um die Busspur kümmert. Oder sie können es noch weitergeben. Ja, warte, können wir das weitergeben. Tun Sie das? Tun wir das. Gut, und Sie selbst können sich da jetzt nicht drum kümmern? Das sind sehr aggressive Fragen, oder? Das stimmt, weil ich das auch sehr aggressiv finde, wenn irgendwo Falschparker Busspur zuparken oder Menschen gefährden. Während der erste Falschparker die Flucht ergreift, nimmt der Polizist über Funk Kontakt zur Zentrale auf. Momentan ist aber keine Streife verfügbar. Die Polizisten sehen ihren Job als erledigt und ziehen in die Pause. Schwede allerdings hadert noch. Das war jetzt auch so, naja, wir haben im Abstand nachgefragt und die haben gesagt, die haben keine Autos, also passiert gar nichts. Wenige Straßen weiter das nächste Problem. Die Polizei war zwar da, aber abgeschleppt wurde nicht. Wenn ein Kind versuchen würde, über die Straße zu laufen, könnte ein Kind totgefahren werden. Das findet die Polizei verhältnismäßig, hier noch Zettel ranzuhängen und das war's. Jetzt geht Schwede eine Stufe weiter und beschwert sich beim Vorgesetzten direkt. Er will wissen, warum hier nur Zettel hängen. Schönen guten Tag, Herr Sie sind der W1. Mein Name ist Schwede, ich habe eine VBH gemeldet, und zwar Köthnerstraße, Bernburger Straße. Und mittlerweile war wohl auch offensichtlich jemand hier. Hat aber ja die Gefahr nicht beseitigt. Also ich sehe, dass hier die Autos nur alle bovisiert sind. Ja. Das geht natürlich vor. Okay, gut. Danke. Tschüss. Wie hat er jetzt reagiert? Jetzt müsste da eigentlich um die Ecke flitzen. Also irgendwie, er sagte, es sei gerade eine Bombendrohung hier in dem Bereich. Deshalb, okay, das nehmen wir ihn jetzt mal ab. Abschleppen fällt heute anscheinend wegen einer Bombendrohung aus. Beim nächsten Vorfall nimmt Schwede die Sache selbst in die Hand. Es steht auf dem Radfahrschutzstreifen. Ach, wissen Sie, warum machen Sie das trotzdem? Ich wollte nur, ich will Glas schneiden. Warum fahren Sie nicht auf den Parkplatz vom Supermarkt? Halt immer hier kurz. Ja, dürfen Sie aber nicht. Sie dürfen hier Ihr Auto nicht abstellen. Das ist ein Radfahrschutzstreifen. Sie gefährden Radfahrer. Ja, ja, ich weiß, ich bin selber Radfahrer. Ich ärgere mich da sehr oft, aber ich dachte, die eine Minute da. Tausende Autos hat Schwede schon abschleppen lassen. Auch heute hat er wenigstens noch einen Erfolg, denn die Frau gibt auf und parkt ihr Auto doch ordnungsgemäß um. Yeah.